siehst du? 7 Monate hat es hier gelebt. 2 Monate länger als die meisten Schweine. Komm her, noch einmal noch, komm. Komm her. So, siehst du wohl. Doch jetzt im Winter ist es Zeit für die Hausschlachtung. Eine alte Tradition, die der Männergesangverein Wessingen im Landkreis Hameln noch immer prägt. Einmal meine Messer, die brauchen wir denn. Ein Stahl, dass wir auch einen schönen Schnitt kriegen. Hier haben wir die Glocken. Das ist, um die Haut abzukratzen, die Haare, die Klauen vom Schwein. Den Schussapparat. So, wunderbar. Sven Babbe ist einer der wenigen Hausschlachter, die es noch gibt. Also hier in der Gegend ist es sehr selten geworden. Dadurch, dass mit den Vorschriften, mit der Hygiene und so weiter, es wird immer schwieriger und das ist ja dann auch sehr anstrengend. Aber fürs Dorf und so, weil das hier mal so ist, mache ich das gerne. Gut, dann holen wir das Schwein. Jo, machen wir das. Komm her, komm. Komm her, komm. Wenn die mal ruhig sein würden, dann würde es auch besser gehen. Ey, Ruhe. Los. Komm her, komm. Hopp. Na, komm. Mensch, Kinder. Ah, komm her. Hast doch 4 Beine. Mann. Was ist denn los heute? Weiter jetzt. Komm. Aufpassen, wenn nicht zurückkommt. Komm her, komm. Weiter. Du bist doch ein Zausel, bist du. Komm her. Noch mehr wie ein Zausel, du. Los jetzt. Komm her. Komm her, komm. Komm her. Andi. Was ist denn los hier? Nun komm her, komm. Nicht gerade ein leichtes Schwein, in jeder Hinsicht. Das hatte auch sein Besitzer Eckart Beißner nicht erwartet. 80, 95. 197 Kilo. Beachtlich. Warum kann man es auch nicht so leicht hochheben? Komm mit Stein. Komm. Komm her. Hat nämlich Angst, dass es weggeht. Komm her. Komm her, komm. Komm her. Komm her, komm. Komm mal still. Halt still. Komm dann nicht an den Koppel. Komm her. Runter von meinem Fuß. So, jetzt geht's los. Und rühren? Ja, und rühren. Gut. Und rüberkippen, rüberkippen. Und rühren, und rühren. So einen haben wir schon lange nicht gehabt. Also die Handschuhe anziehen nur. Also so lange, wie ich denken kann. Ne? Ja, jetzt pack an. So, jetzt hier richtig runter. Vor. Gut. Wunderprächtig. Und wenn die Sau im Troge ruht, tut das erste Schnipsel gut. Das gelingt, Prost. So, Glocken, habt ihr schon? Jo. Da wird die erste Hautschicht mitgelöst, wo die Haare dran sitzen, dass wir die Borsten runterkriegen. Bist du vorsichtig, ist heiß? So, dann kratzen. Und bei 197 Kilo muss Verstärkung her. Komm rein. Der muss doch gar nicht so quälen hier. Gut. Ja, passt, hat Luft. Schieb ihn einfach hoch. Okay, nee, jetzt fliegt das Ding hier. So, die Wanne brauche ich gleich. Brauchst du gleich. Jo. Jetzt werden die Innereien ausgenommen. Die Därme, Sackeball, jawohl, wunderbar. Hauptberuflich arbeitet Sven Babbe als Meister in einer Fleischerei. Jeden Winter kommt er auf Eckart Beißners Hof, um das Schwein des Männergesangvereins zu schlachten. Da geht es etwas eigenwilliger zu. So. Hat geil schon. Los.
Knochenarbeit für Sven Babbe. Gut 80 Kilo hat der Fleischermeister auf den Schultern. Hast du raus? So, weg. Das Schwein soll über Nacht in der Schlachtküche des Bürgerhauses hängen. So, dann weg. Gut. Was jetzt noch fehlt, ist die Bestätigung des Tierarztes, dass das Schwein gesund ist und das Fleisch gegessen werden darf. Mit diesem Stempel ist es amtlich. Am nächsten Morgen, pünktlich um 6 Uhr, ist Hausschlachter Sven Babbe schon wieder in der kleinen Schlachtküche des Bürgerhauses in Bessingen. So, dann kann das losgehen, Sven. Jetzt geht's los. Jawohl, dann bauen wir einen Wolf zusammen. Der Vorschneider muss auch wieder rein, ne? Vorschneider, Messer, dann den Ingo. Alles mal ein bisschen sauber waschen, richtig. Hartmut Greve, der erste Vorsitzende des Männergesangvereins, hat sich heute extra freigenommen und das Jackett des Diplom-Finanzwirts gegen die Küchenschürze eingetauscht. Auf dem Dorf ist das also üblich, dass Schweine gehalten werden. Wir selber, meine Eltern, haben bis 1982 auch immer noch ein Schwein gefüttert und geschlachtet. Und so war man das von Kindheit her gewohnt, ne? Und so kam der Männergesangverein Bessingen auf die Idee, auch ein Schwein zu schlachten. Diesen Winter zum 30. Mal. Kannst du die Rippenbraten dann gleich reinpacken, Ingo? Denn das werden die Gewinne für den Preisgard im Dorf. Sven, kannst ruhig was an den Knochen lassen. Ja, wir wollen hier für Sülze was haben, ich weiß. Haben wir Sülze dann dementsprechend auch. Sonst müssen wir noch Fleisch kaufen. Ja. Du weißt doch, ne? Ich mach das sonst immer sauber. Wenn das jetzt einer sieht, der denkt, ich kann das nicht. Ja, aber genau. Wir wollen ja was zum Abholen haben und für die Brühe und alles. So, jetzt können wir wieder auf Ware warten, Ingo, oder? Kommt gleich, geht gleich los. Gleich weiter. So, jetzt schneiden wir hier den Kotelettschrank runter. Und Knochen lösen wir wieder aus, ne? Genau. Ist für zu Hause bequemer und wir kriegen noch Wurst. Das ist schönes Fleisch. Wunderbar, schön gewachsen. Man sieht das auch, dass, ne, wenn man so guckt, wie das Schwein hier heute Morgen schon gehangen hat. Es war kaum Flüssigkeit unter dem Schwein, es war nur ein bisschen Restblut, was aus der Ader noch rausgekommen ist. Ne, und hier auf dem Tisch, man sieht, ne, ganz wenig Flüssigkeit und was, das hält das Fleisch, alles ist wunderbar. Und hier weiß ja auch jeder, wo es herkommt, wo es gefüttert ist. Das ist schon ein Stück Qualität. Und vom Schwein fast nichts mehr zu sehen, ne? Ja, am Haken ist schon leer. Ja. Und das nach gerade mal 1,5 Stunden. Ja, ich suche jetzt das Schöne raus fürs Thüringer. Fürs Mett, was wir essen wollen, dass es sehnenfrei ist und nicht zu fett wird. Die Gewürze oben links wieder? Ja, oben links wäre ganz gut. Wie gehabt? Wie gehabt. Wie viel von den Gewürzen ins Mett und in die Bregenwurst hineinkommen, ist allerdings ihr Betriebsgeheimnis. Na, Hartmut, ich krieg schon Brühe. Das ist jetzt fast 91 Jahre. Und Brühe holen meine Mutter. Auch das ist Tradition. Die Bessinger kommen vorbei, um sich etwas von der frischen Fleischbrühe zu holen. Wie Hartmut Greves 91-jährige Mutter. Ich bin es gewohnt. Wenn ich so ein Gemüse anfroche, dann brauche ich kein Fleisch. Da esse ich nach einem Würstchen zu. Denn so eine kräftige Brühe, das habe ich nicht im Kochtopf, denn nicht. Ist das Ober im Apfel, ja, gut, nicht? Gut. Ja, was eben zu viel ist, müssen wir ein bisschen runternehmen. Ja. So, jo. Unterdessen kümmert sich das Küchenteam um die Würste. Und noch eins. Packen wir noch? So klein, wie man sie im Geschäft kennt, sind sie jetzt nicht, ne? Weil das ja dann auch Preise sind morgen, ne? Das sind, wenn einer so eine Wurst mitkriegt und dann noch eine Knappwurst dazu, dann ist das natürlich ein schöner Preis, ne? Wenn die dann so wäre. Ne? Das soll ja dann auch fürs Dorf sein, für die Mitglieder ja dann auch, ne? Das ist ein bisschen was, dass alle was davon haben. Und Training. Zum Verschnüren der Würste hat Sven Babbe seine ganz eigene Technik. Deswegen muss ein Schlachter auch immer gute Zähne haben, Sven, ne? Ja, die sind auch nicht mehr die besten. Ne? So. Jetzt können Sie garen. Zeit für eine kulinarische Belohnung. Ja,
Ah, jetzt kommt der Schweinetee. Schweinetee, weil im Winter man Tee trinkt, heißes als Heißgetränk. Im Winter findet das Hausschlachten statt, aber es ist eben vom Schwein. Und deswegen heißt es Schweinetee. Die Brühe von diesem Schwein und Mettklöße als Einlage. Naja, jetzt ist erstmal sacken lassen, alles Pause, ne? Morgen schönen Preis hoffentlich, wenn ich beim Skat Glück habe, kann ich noch wieder was mit nach Hause nehmen. Obwohl jeder Preis schön ist. Na klar, aber alle wollen ja den großen haben. Ja, ich nur die Bollwurst. Sven, gibt's ja mal Prämien? Hoffentlich ja. Gewinnen und wissen, dass ich die Rippchen kriege. Am nächsten Abend geht es dann im Dorfgemeinschaftshaus von Bessingen um die Wurst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also 7-mal Nacken. Wir packen das jetzt ein, damit die Skatfreunde ihren Preis auch sauber und ohne dreckige Finger auch nach Hause kriegen. Ne? So, jetzt werden wir den ersten Preis noch ein wenig aufpeppen. Mit jeder Sorte. Rotwurst, Regenwurst und Leberwurst. Wenn der Trostpreis schon 3 Schnitte sind, dann ist das auch gut. Und dann kommen bereits die Bessinger zum Preiskart. Herzlich willkommen hier beim Preiskart des Männer Gesangvereins. Es kann losgehen. Möglichst kein verlorenes Spiel. Danke. Ach, Senior. Komm. Zwei, null, vier. Danke. Das ist ja toll. Bin ich im Zuchtzwang, ja? Ja. Rein. Eckart Beißner, der das Schwein aufgezogen hat, kümmert sich während des Garturniers um die Mettbrötchen. Guten Appetit, meine Herrschaften. 3 Runden Skat werden gespielt um die besten Stücke des Schweins. 51, 54, 60. Mit 60 verloren, Drang mit 4. 240 Wiese. Komm zu mir, ich beiße nicht. Oh. Rieche auch noch nicht streng. Nach 5 Stunden dann die Preisverleihung. Es kommt nicht so häufig vor, dass der Vorsitzende vom Gesangverein wer schreibt, der bleibt, den ersten Platz gewonnen hat. Gebt den Eckart mal einen Zettel. Das halbe Schwein ist schon weg. Das Schwein ist weg jetzt. Hartmut Greve sah den fetten Hauptpreis ab. Die anderen hatten da weniger Glück. So, Platz 20. Ohne den hätte das hier so nicht stattfinden können. Denn es ist unser Schlachter, unser Sangesfreund, unser Ortsbrandmeister Sven Babbe. Was hat der? Es war eine gute Hausschlachtung, es hat Spaß gemacht und ich kann den Bessingern jetzt schon versprechen, es geht im nächsten Jahr weiter. Schwein gehabt, genau. Das ist fast ein Schlusswort.